Ja, moin moin, Hauke Harder von der Buchhandlung Alm und Schmidt bzw. Leseschatz. Ich muss mich heute wieder melden, denn es ist gerade bei uns ein Taschenbuch erschienen, was ich schon gebunden vorgestellt hatte im Blog Leseschatz. Es wird auch gefeilt als Ereignis, dieses Buch. Ich habe es mit großem Genuss gelesen. Es ist ein wunderbares Buch. Es ist, lebt von der Stimmung und ist geschrieben von Arno Geiger, ein Autor, der schon viele Preise bekommen hat. Unter der Drachenwand fängt die Stimmung auf in den letzten Wirren des Zweiten Weltkrieges. Handelt von Veit Kolb, einem jungen Mann, 24 Jahre alt, der eigentlich Elektrotechniker werden wollte, dann aber sich seiner Kindheit beraubt fühlt, weil er an die Front bzw. am Krieg teilgenommen hatte, dort verwundet wurde, an der Seele sowie auch körperlich, jetzt Genesungsurlaub antreten durfte. Sein Onkel, der Polizist ist, hat ihm ein Zimmer vermitteln können unter jener genannten Drachenwand. Das ist auch wieder eine Metapher, finde ich, ist so, denke ich, die Drachenwand. Drachen sowie auch die Wand, ein Felsmassiv, kann schützend sowie auch beklemmend wirken. Dieses Buch ist ausgearbeitet ins kleinste Detail, das heißt, jede Nebenfigur ist großartig gezeichnet. Erstmal natürlich Veit Kolb selber, der hier diesen Genesungsurlaub antritt, der seine inneren Dämonen bekämpfen muss. Seine Zimmerwirtin, eine ja, burschikose, führertreue Frau, die ihn auch als Drückeberger betitelt. Die hat aber einen Bruder, der dort auch lebt, der eigentlich der Brasilianer genannt wird, immer davon träumt, wieder nach Rio de Janeiro zurückzukehren. Und er ist es, der halt ihn auch mit Veit Kolb viele Gespräche führt und ihn auch halt mahnt, immer klug zu handeln. Und es geht halt, er redet auch gegen das Regime und auch gegen die Nazis an. Es kommt eine Lehrerin auch noch in diese Region, die mit Schülern an Land verschickt worden sind und die in ein Kinderheim einzieht. Veit Kolb möchte mehr von dieser Lehrerin, wird aber infolge des Romans seine große Liebe in seiner Nachbarin vorfinden, die später dort auch einzieht, Margarete. Es sind mehrere Sichtweisen, weil es kommen auch Briefe zu tragen, sein Tagebuch, was hier drin vorkommt, aber auch Briefe zum Beispiel von einem 14-jährigen Jungen, meine ich, oder den 17-jährigen Jungen, der an seine Cousine schreibt, die dort auch mit Land verschickt worden ist und in ihr die große Liebe sieht, die auch dann irgendwann verschwindet. Später im Folge des Romans trifft Veit Kolb auf einen Zahntechniker, Oskar Meyer, jüdischer Herkunft, der halt seine Flucht viel zu spät angetreten hat und der halt hier auch zu Wort kommt in Form von Briefen. Auch die Mutter von Margarete schreibt an ihre Tochter in Briefform, sie leben in Darmstadt, was zerbombt worden ist. Also viele Eindrücke, sehr stimmungsvoll geschrieben, große Literatur, finde ich, gehört gelesen. Alles Weitere kann man nochmal genauer nachlesen bei mir im Blog Leseschatz. Ich wünsche erlesene Stunden, viel Spaß mit diesem Buch. Viele Entdeckungen sind hier drin zu machen. Also bis bald, Hauke Harder von der Buchhandlung Alm und Schmidt, bis für Leseschatz. Tschüss!